Also vielleicht zwei mal ganz kurz aus unserer Ecke einen dicken Applaus an die Messeorganisation. Wir sind auf vielen Messen unterwegs, aber wir waren heute früh überrascht, wir sind das erste Mal hier. Also den Make Munich muss ich wirklich sagen, toll. Von der ersten Minute an bis jetzt Richtung Schluss. Die Wege, die Laufstraßen sind voll von Leuten. Es sitzen immer noch welche da und noch ist niemand eingeschlafen. Von dem her vielen Dank, ein großer Applaus an den Make Munich. Das finde ich wirklich toll, was hier geleistet wird. Genau. Ja, 3D Printing Electronics. Also das ist so ein Ding, wo wir gesagt haben bei Wirt Electronic, wir sollen uns da mal drum kümmern, wie es denn ausschaut. Und wir haben das schon jetzt eine ganze Weile auf dem Programm, kümmern uns da schon eine ganze Weile dazu. Und wir bauen momentan unser Team auf mit Spezialisten. Vielleicht der eine oder andere hat heute früh schon den Vortrag von unserer Materialspezialistin Jiong Kang mitbekommen. Sind da auch sehr international unterwegs und schauen auch weltweit, was denn so alles geht. Und das in einem Unternehmen zu integrieren, was eine sehr, sehr große Tradition hat, aber auch eine Tradition der Innovation. Den lieben Mann, ich glaube 84 ist er jetzt, wenn ich das richtig weiß, Reinhold Wirth, den kennen vielleicht so die ein oder anderen von Ihnen sicherlich. Er hat insgesamt über 70.000 Angestellte und über 400, hat mir zuletzt gesagt, 433 sind es gerade eben, aber das weiß man nicht, ob das von Tag zu Tag sich ändert. 433 Unternehmen gehören zu diesem kompletten Wirth-Konzern und wir, die Wirth Elektronik, sind eigentlich nur eine Firma davon. Aber was man so schön sagen kann, wir sind eigentlich so ein bisschen die Rock'n'Roller da drin. Wir sind sehr umsatzstark in dem produzierenden Bereich. Wir sind sehr groß unterwegs, haben aktuell über 8.000 Mitarbeiter bei uns. Unsere Zentrale ist in Waldenburg bei Schwäbisch Hall und wer dort in der Gegend vom Hohen Loschen mal durchfährt, sieht eigentlich überall nur Wirth. Aber auch so an sich, hier in München gibt es Wirth-Shops, es gibt hier in jeder großen Stadt eigentlich was. Und das macht eigentlich so ein bisschen die DNA aus. Wir sind am Kunden dran und das ziehen wir eigentlich durch alle Firmen durch. Wirth Elektronik, wie ich angerufen wurde, ob ich denn da Interesse hätte mit einzusteigen, dachte ich erstmal, klar, machen wir Schrauben. Naja, ist jetzt nicht so ganz so total reizvoll für mich, wenn es um 3D-Druck geht, wo ich 20 Jahre zu Hause bin. Aber Wirth Elektronik macht prinzipiell eigentlich passive Komponenten, alles, was auf einer Leiterplatine nachher irgendwie zu finden ist. Und da ist der große Anreiz da. Das sind wir. Wir machen alles, was auf dieser Platine nachher zu finden ist, stammt von Wirth Electronics oder kann von Wirth Electronics stammen. Und da ist ein ganz großer Anreiz für mich gewesen, zu sagen, Mensch, cool, da kann man mal was richtig Sinnvolles machen mit 3D-Druck. Ich sage jetzt mal nicht nur irgendwie die nächste Leuchte oder irgendwas Schönes oder sonst wie, was man mit 3D-Druck so alles machen kann. Hier kann man wirklich Innovation treiben. Wir sind sehr global unterwegs. Wir haben erst vor 2 Wochen das QDC Quality Design Center in China eröffnet, wo dann das ganze Board mit Professor Reinhold Wirth auch da war. Und da haben wir auch so uns ein bisschen vorgestellt, was wir mit 3D-Druck alles schon machen können. Haben natürlich auch mal Schrauben gedruckt und alles, was so alles Mögliche ist. Aber es ist natürlich so ein Punkt, wie integriert man das in so einem riesen Konzern? Wie integriert man erstmal 3D-Druck sinnvoll, dass es auch eine gewisse Akzeptanz bekommt? Und wie geht man in der Strategie weiter? Denn 3D-gedruckte Elektronik ist schon so ein Wort, wo es zwar eine Industrie gibt, aber da komme ich nachher nochmal drauf zu. Was uns ausmacht, und das möchte ich deswegen zeigen, deswegen ist für uns auch 3D-Druck sinnvoll. Wir liefern schnell Qualität ab Stückzahl 1. Hier sitzen viele Entwickler von uns dabei, hier unter uns. Wenn Sie bei Wirth Elektronik anrufen und sagen, sich da anmelden, registrieren, dann kriegen Sie tatsächlich Design-Kits, auch immer nachgefüllt, kostenfrei und alles. Wenn Sie sagen, Sie brauchen halt einfach nur einen Kondensator, dann kriegen Sie einen Kondensator. Und zwar normalerweise binnen 24 Stunden. Wenn Sie jetzt in Kambodscha sitzen, dauert es vielleicht 48 Stunden. Aber das heißt, das ist einfach so ein Punkt, der uns ausmacht, der uns als Wirth Elektronik auch sinnvoll erscheint, um 3D-Druck sich zu kümmern. Denn wir kümmern uns um den Kunden ab Stückzahl 1, was ja so eins dieser Punkte ist. Klar, der Service, die Qualität, die Technology und Innovation ist für uns so ein Punkt. Wo ein schönes Spielgebiet für mich momentan ist, wo wir verschiedene Projekte drin laufen haben auch, ist E-Mobility.
Und in der E-Mobility ist die Formula E dabei, wo wir das Audi-Team um Luca Di Grassi mit sponsern und auch in der Entwicklung einfach mit unterstützen. Und die haben erst, glaube ich, war es vor 2 oder 3 Wochen in Marokko, haben sie auch den Preis wieder gewonnen, sind wieder mit vorne unter den Preisen drin. Und das ist für uns so ein Ding, die E-Mobilität, das wissen wir alle im Automotive-Sektor, die ist gerade ganz, ganz stark im Kommen. Und was heißt E-Mobility? Elektronische Komponenten. Und da fühlen wir uns zu Hause. Und wenn es um Formula E geht, dann kommt auch sehr, sehr schnell Thema Leichtbau, strukturelle Elemente, nicht nur elektronische, sondern auch Stabilität, leicht, der Akku muss lange halten und alles. Die Power muss einfach da sein. Und auch da geht es um Functional 3D Printing. Ich habe es vorhin schon erwähnt, wir kommen eigentlich aus dem Hohenlohn von der Basis. Wir sind aber situiert mit unserer Abteilung im CCB, das Competence Center in Berlin. Warum Berlin? Da ist es sehr, sehr agil. Wir haben sehr viele Startups. Berlin sind wir natürlich auch nah an der Politik und am Geschehen, am Netzwerken dran. Und wenn man mit Innovationen vorankommen will, braucht man natürlich auch seine Plattform, muss wissen, welche Leute holt man dazu und wo kommuniziert man sie. Warum 3D? So ein bisschen bin ich schon darauf eingegangen, dass es eigentlich in unserer DNA steckt. Wir sind am Kunden, wir kümmern uns um Stückzahl 1, wir customizen. Momentan geht es noch über, welche Module setze ich auf die Platine, wie helfe ich unseren Entwicklern. Aber es sind alles Customized-Lösungen. Was wäre denn aber, wenn ich irgendwann mal irgendwelche Komponenten auch tatsächlich auf die Requirements des Kunden drucken könnte? Aber 3D-Druck an sich sind jetzt zweierlei. Das eine ist, wie integriere ich das? Hallo Christian. Wie integriere ich das in der Firma, im Konzern? Wie gehe ich da voran? Weil die Leute, die sitzen da, ich sage jetzt mal, auch schon seit 80 Jahren an ihrem Rechner und wissen, genau so wird es gemacht. Und wenn ich da hingehe und sage, pass mal auf, kann ich mal euer Komponent anders produzieren? Dann sagen die, warum? Es läuft doch. Aber das sind so diese Punkte. Was können wir eigentlich daran ändern? Da gibt es einfach ganz normale Schlagworte, die kennen Sie normalerweise auch. Es sind so Sachen wie Time to Market. Wie schnell komme ich ran? Mache ich meinen Mold irgendwo in Asien oder sonst was für die Entwicklung, muss es 5-mal hin und her schicken, haue da 100.000 Euro raus oder ich mache für die schnelle Entwicklungsiterationen wirklich den 3D-Druck möglichst noch funktional, um es dann auch wirklich vielleicht auch schon an Messen am Kunden direkt zu testen. Natürlich, wie für jeden Konzern, für jede Firma, für jeden Entwickler, überall wird das Geld nachher gezählt. Also das ist ein ganz, ganz großer Punkt. 3D-Druck ist teuer. Ja, aber im Gesamtkonzept für die Entwicklung eigentlich nicht. Small Batch Production, also haben wir vorhin schon gesagt, ab Losstückzahl 1 und Customized. Aber jetzt viel wichtiger für meinen ganz persönlichen Blick sind das so Schlagworte mit drin. Wie ist denn die Performance von einem einzelnen Produkt? Wenn ich mir vorstelle, dass vor 50 Jahren neben dem Spritzguss auch 3D-Druck schon da gewesen wäre. 3D-Druck gibt es erst seit 30 Jahren, allerdings noch mit LOM-Verfahren, Papier und langsam Kunststoff und wie auch immer. Hätte aber die Performance, die wir heute schon haben im 3D-Druck oder mit neuen Technologien, es auch vor 50 Jahren gegeben, das ist doch die große Frage, wie würde unsere Welt heute ausschauen? Würden wir immer noch Spritzgießen? Würden wir immer noch pressen? Würden wir immer noch CNC fräsen? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Deswegen die Performance der Komponenten an sich ist ein ganz, ganz großer Punkt. Man muss vielleicht auch mal sein eigenes Portfolio neu andenken. Bis hin zu ganz neue Produkte kreieren. Über neue Produkte bekomme ich auch neue Businessmodelle, die für so einen Riesenkonzern innerhalb diesen 400 Firmen sicherlich nochmal so die ein oder andere Firma vielleicht dazu bringt. Neue Produkte ist zum Beispiel eins dieses hier. Das ist ein total einfaches Produkt. Sie sehen hier links unten einen, ich habe diesen Presenter, glaube ich, hier irgendwo. Wo habe ich den Laser? Hier, da. Hier sehen Sie einfach nur einen Drucksensor. Der misst den Druck auf, gibt den weiter. Der wird hier unten an der Platine gesetzt und upside down wird jetzt dieser Adapter reingesetzt. Also das heißt, diese zwei Stößel sind hier drin. Wir haben hier eine Hybrid-Technologie angewendet, dass man Polyamid und Silikon zusammen verdrucken kann. Was auch schon recht, also es ist total neu, es gibt es soweit einfach noch nicht, da haben wir jetzt, das sind so ein bisschen versteckte Sachen, wo wir dran sind, dass wir Silikon und Polyamide zusammenbringen, hart und weich. Warum Silikon? Wenn da Druck drauf geht auf die Schläuche, dann
übt es einen Druck auf die Platine nachher aus. Und dass die ganzen Komponenten unverfälscht die Daten weitergeben und auch nicht kaputt gehen, müssen wir es entstören. Und deswegen einfach schlichtweg hier unten eine Silikonschicht dran. Hier kommen die Schrauben ganz normal durch. Hier ist das Silikon, dass einfach die Luft auch wirklich ohne Verluste durchkommt. Und auf der anderen Seite, deswegen Customized-Lösungen, da ist 3D-Druck absolut sinnvoll, können wir alle möglichen Adapter von Festo, von unseren eigenen Adapter, Schraubkontakte, Schlauch, wie auch immer, ranklemmen oder sonst wie, wenn der Kunde sagt, ich habe meinen aber nach rechts raus, nach oben, nach unten, nach wie auch immer, können daran agieren. Das heißt, wir sehen 3D-Druck als Möglichkeit, auch unsere Produkte als Schnittstelle zum Kunden an den Mann zu bringen. Das ist gerade eben mein Lieblings- und Neuestes. Das ist ein Handyfoto von vor 10 Minuten noch gemacht. Das kam vorhin per Post noch schnell an bei uns am Stand. Das sind so Icon Pressfit Adapter, Red Cube nennen wir die. Die übertragen Strom, hier kommt ein Kabelschuh drauf und fertig. Über die Pins hier unten wird es eingepresst und das ist eine Kaltverschweißung, die passiert unten über diese Nippel da unten an die Platine. So, wenn man das mal, Sie dürfen gerne bei uns nachher an den Stand kommen und das mal probieren, wenn man das mal einfach mal wiegt, dann hat es ganz schön Gewicht, wohingegen es ist für uns heutzutage total leicht mit der Software Netfab oder Siemens, das kann man alles mögliche nehmen. Einfach, was wir früher als Stützstruktur oder Füllstruktur genommen haben, nehmen wir jetzt als Leichtbau, nehmen das aber in der gleichen Konstellation wie die Pins hier unten, um eben immer noch die gleiche Leistung durchzubringen, haben aber eine Gewichtsreduktion, die ist wirklich, wirklich bemerklich. Das habe ich vorhin erst gemerkt, wie das jetzt wirklich so an sich ist. Man kann es ja immer berechnen, aber wenn man es dann in der Hand hat, ist es wirklich so. Ja, ein so ein Teil Gewichtsreduktion, fragt man sich, warum denn das? In einem Traktor werden 50 verbaut oder hunderte teilweise, in E-Mobilität ähnlich viel, je nachdem, welches Modul man setzt. So, wenn ich jetzt wieder in der E-Mobilität bin und einfach mal 50 von den Dingern reinsetze, dann kann ich nachher doch wieder mehrere Gramm bis zu Kilos irgendwo auch mal reduzieren. Heißt, ich kann mehr habe mehr Energieleistung, mehr Performance bei weniger Gewicht. Ich bekomme das Auto weitergefahren. Und das fängt einfach im kleinen Komponent an. Wenn man das groß denkt im Gesamtkonzept, daran arbeiten wir. Ja, und unsere Zukunftsstrategie ist, ja, wir wollen natürlich die gesamte Platine drucken. Das wäre das Schönste. Sagen wir mal, wir wollen es jetzt gerne in einem halben Jahr. Wahrscheinlich wird es eher 20 Jahre brauchen. Ja, hoffentlich nicht so lang. Ist so ein bisschen Utopie, aber wenn man keine Ziele steckt, dann kommt man da auch nicht hin. Die gesamte Platine, stellen Sie sich vor, Sie sagen, ich will das und das Endprodukt, drücken Enter und die fertige Platine funktional kommt bei Ihnen an. Wie machen wir das? Momentan sind wir so aufgestellt, uns gibt es so seit einem Dreivierteljahr, Jahr bald ungefähr diese Abteilung. Wir schauen mal, wer sind denn die Player? Wir suchen uns da so ein bisschen raus, strategisch, wer sind die Guten da drin? Was machen die, sind das Organisationen? Wer sind die Maker, die Startups? Wo brodeln die Garagen? Mit wem können wir vielleicht uns zusammentun und Sachen entwickeln? Unser Ziel, Printed Electronics. Und Printed Electronics heißt 3D gedruckte Elektronik. Das sind zwei komplett unterschiedliche Industrien. Die eine ist die 3D-Druckindustrie, wo wir hier einfach schöne Leichtbauelemente haben, irgendwelche Metalle oder sonst was. Und das andere ist die 2,5D-Industrie, die sich auch 3D gedruckte 3D-Printed Electronics schimpfen. Die Apple Watch ist 3D gedruckt, das Display oben. Von dem her habe ich die jetzt somit zusammen. Und was ist unser Ziel? Wir wollen die zwei eigentlich verheiraten. Und wenn wir sie verheiraten, dann sind wir diesen Schritt weiter und kommen aber natürlich auf einige Herausforderungen. Auf diese Herausforderungen möchte ich im weiteren Verlauf jetzt kurz noch ein bisschen eingehen. Die Herausforderungen sind wie immer, welches Material gibt es? Welche Technologie verwende ich? Ich glaube, es gibt sicherlich um die 30 unterschiedliche 3D-Drucktechnologien, wo wir schauen müssen, welche kann mit welchem Material welchen Weg gehen. Und die dritte, eine äußerst große, wie kommt man an die Daten ran, also die Datengenerierung an sich. Ich gehe kurz auf alle drei Challenges ein bisschen ein. Eine davon ist Material, wer heute früh schon da war, ansonsten gerne später nochmal an die Chiong Kan wenden. Wir untersuchen momentan, welche werden in dieser Printed Electronics Technik verwendet, wo viel mit Screen Printing und alles Mögliche auch geht oder mit Druck auf dreidimensionale Körper.
und welche Materialien werden verwendet im 3D-Druck an sich und wo haben wir eigentlich Common Materials, welche beide irgendwie verwenden und welche davon können wir uns jetzt schon zunutze machen oder welche kann ich hiervon nach hier rüberziehen, bisschen tunen oder welche kann ich von denen auf die andere Seite tunen, um wieder die Schnittmenge zu bekommen. Das ist nicht viel, aber man muss eigentlich die zwei Industrien miteinander verheiraten. Dabei ist auffällig, wenn wir jetzt unsere Industrieanforderungen anschauen, ist ja heute früh auch darauf eingegangen, dann ist Silber eigentlich das, was am besten leidet, was wir auch am meisten kennen. Kupfer aus Tradition her, weil es günstiger ist wie Silber, normalerweise verwenden. Jeder, der PCB-Herstellung kennt, weiß, dass es über Ätzen, Komplettflächen, es ist eigentlich ein Riesenaufwand, wenn ich erstmal die ganze Fläche mit Kupfer benetze und dann wieder so weit raus ätze, dass ich am Ende meine Leiterbahn habe. Bedeutet, wenn ich doch jetzt aber im 3D-Druck Silber nehme, das teurere Material ist, aber sogar das bessere Material ist, aber nur so viel verwende, wie ich benötige, bin ich unter Umständen, und zwar nicht nur unter Umständen, sondern wir sind es, günstiger für die Industrie, wenn wir die große Serienproduktion machen. In der Printed Electronics gibt es aber diese Materialien, die alle sagen, boah, wir können jetzt Silber drucken in Nanopartikelgröße, wir können Kupfer drucken in Nanopartikelgröße, aber die Leitfähigkeit ist einfach gerade mal irgendwas bei 30% von dem, was die Industrie gewohnt ist. Jetzt ist die Frage, ist die Gewohnheit auch necessary, muss man soweit irgendwie schaffen oder müssen wir an den Materialien noch tunen? Und es ist so ein gegenläufiges Ding. Dann die Techniken, welche gibt es denn? Es gibt von Aerosol, von Dispensing, von allem Möglichen, da brauche ich Ihnen gar nicht viel erzählen, da gibt es ziemlich viel. Es gibt auch hier Hybrid-Technologien von Nanodimension, die Substrat und Silbertinte zusammen verdrucken können. Und da sind wir einfach auch unterwegs. Da lade ich Sie gerne auch auf unseren Stand mit ein. Das ist eins der ersten Projekte, die wir gerade eben einfach machen, um mal zu zeigen, was geht denn eigentlich? Das ist ein 3D-gedruckter Fidget Spinner. Der Drucker, mit dem Startup wir da zusammenarbeiten, der druckt das Substrat, der druckt die Silbertinte drauf und hat im gesamten Ding auch noch ein Pick-and-Place-System über Ansaugen, Scannen, Positionierung und einfach setzen und setzt unsere Komponenten drauf. Und das Witzige ist einfach, wer es schneller ist, so ein bisschen die Methode, Sie können bei uns am Stand Fidget Spinner selber löten, die auch kostenfrei mitnehmen, das ist total schön, meine Kinder spielen auch schon damit, oder sich einen drucken lassen und dann mal gucken, wer schneller ist. Aber man sieht einfach, Mensch, es gibt jetzt schon hybride Technologien, die 3D-Druck integrieren, die einfach das auch schon machen, was wir gewohnt sind. In anderen Verfahren, das hat das TNO mit AIM Systems entwickelt, gibt es das Verfahren, das ist Pick and Place, in dem Fall ist es händisch Pick and Place, also man sitzt noch händisch ein, aber in einem SLA, also in einem flüssigen Kunststoff, in einem Harz, das macht, das danach noch wirklich abschließt und dann funktionieren diese Bauteile auch. Also hier gibt es schon gewisse Bewegungen, die funktionieren, wenn man die aber anschaut, sind die alle sehr, sehr flach. Und in der Technik, wenn ich wieder weiter denke, wo wollen wir hin, vielleicht Automobilsektor, E-Mobility und sowas, dann geht es um die Z-Achse. Und die Z-Achse ist die Achse, die dieser gesamten Industrie noch die meisten Probleme macht. Das heißt, hier müssen wir einfach am meisten arbeiten, was passiert mit der Z-Achse. Die dritte Komponente, die uns vor Herausforderungen bringt, sind die Daten. Wie generieren wir Daten? Sie wissen es, die Zeit, die verfliegt da wie sonst was. Einmal blinzeln sind schon wieder 4 Stunden rum an CAD-Designer. Die Frage ist, ist es noch das CAD-Design, wie wir es gelernt haben? Ich habe sogar tatsächlich, ich weiß, mit meinen zarten 28 Jahren sehe ich nicht danach aus, aber ich habe noch mit Rapidographen gelernt. Ich bin froh, dass es mittlerweile einfach so ist, dass es auch vollautomatisierte Programme mittlerweile gibt. Das lässt sich alles integrieren und das muss man natürlich auch in so einem Konzern erstmal wirklich in dieses ganze Software-Gebäude mit reinsetzen, wie man das integriert. Deswegen kümmern wir uns auch um weitere Sachen. Wie ist es mit Programmierung von Algorithmen, künstliche Intelligenz, Steuerungen, wo kann ich was wie verbessern? Und da ist das hier ein schönes Beispiel. Wir haben das recht unscheinbar bei uns an unserem Stand tatsächlich ausgestellt. Dieses Ding ist ein E-Bike-Tail, wo Power-Module und alles Mögliche drin sitzen für dieses schöne E-Motorrad von der Nottingham University. Die Rennen wie Pikes Peak fahren oder Isle of Man, da wirken 5G-Kräfte drauf und alles Mögliche. Also ich setze mich nicht aufs Motorrad, ich bin froh, wenn ich es sehe. Und das Teil, was wir hier hinten haben, das Tail,
hier sitzt es drunter. Also das, was wir da gerade nochmal hier hatten, hier hinten sitzt es, das heißt, hier nach vorne geht der Sitz. Und da sitzen diese ganzen Power-Module. Und auch hier geht es schon drum, jetzt vom ganzen Body abgesehen, wie können wir Gewicht reduzieren. Und diese Gewichtsreduktion, die haben wir einfach über Topologieoptimierungen einfach mal durchkalkulieren lassen. Wie kann man das machen? Wir hatten eine Aluminiumbox in der Entwicklung ursprünglich drunter. Und diese Aluminiumbox haben wir jetzt in Kunststoff erstmal ausgedruckt. Die wird in Polyamid später ausgedruckt, in PA6, was einfach diesen Kräften Widerstand hält. Und wir haben kalkuliert bereits jetzt, Achtung, 3 Kilo Gewicht reduziert. Und 3 Kilo, gehen wir jetzt mal weg von diesen kleinen Grammteilen oder sonst wie, ist schon mal echt eine ganz große Nummer. So, unser nächster Schritt ist, dass wir sagen, wir bauen diese Sachen nachher mit ein. Aber wie wäre es eigentlich, wenn dieses gesamte Bauteil vielleicht auch schon Funktion hätte, dass unsere Komponenten auch mit Pick and Place an die richtige Station kommen? Dann sind andere Fragen wieder da. Wie kann ich solche Sachen auch reversibel machen? Also wie kann ich sie reparieren? Vielleicht ein ganz, ganz kleiner Schwank. Von der Glühbirne zur LED, zur OLED. Ich habe Architektur studiert, haben wir alle aufgeschrieben, boah, super cool, geil, jetzt können wir alles früher, alles kleiner bauen und flächiger und die Beleuchtung wird verschwinden, die ganze Technik und alles. Muss immer noch dran denken, dass der Handwerker eine Handgröße hat und diese LED auch noch auswechseln muss, weil die LEDs, wir wissen es alle, die halten nicht so lange, wie das überall gesagt wird, wenn man sie nicht richtig kühlt. Und dann ist dieser Lichtstrahl, den muss man dann doch irgendwie wieder zurückbauen. Und wenn dann der Innenarchitekt die Bank so flach gebaut hat, dass ich mit der Hand nicht mehr durch kann, dass der Lichtstrahl schön sauber ist, muss ich die komplette Bank ausbauen. Also sprich, wenn wir neue Technologien haben, hebe ich so ein bisschen den Finger, denkt auch dran, wie man sie wieder repariert. Von dem her ist das hier ein ziemlich cooles Projekt, aber wir müssen so weit denken, dass es ein Entwicklungsprojekt ist. Man muss händisch auch noch rankommen, ansonsten können wir wahrscheinlich noch weitere 2 Kilo einsparen. Jetzt will ich Ihnen zum Schluss noch so ein bisschen über Zukunft reden. Das hier sind schon alles laufende Projekte. Das ist jetzt einfach mal eine Platine. Das ist so ganz, ganz einfach nur grafisch dargestellt. 1, 2, 3, 4, 5 solche Sheets an Platinen, die werden mit irgendwelchen Spacern zusammengesetzt und da hat man irgendwie so einen Block, der irgendwo verbaut werden muss. Wenn ich die Platine aber einfach mal falten würde, dann hätte ich im gesamten Volumen, würde ich es reduzieren. Nicht nur das Gewicht, sondern auch das Volumen an sich reduzieren. Und das kann ich im Prinzip über 3D-Druck schaffen, über 3D-Druck und Pick-and-Place und rechts und vielleicht auch noch optimieren und nicht nur Pick-and-Place, sondern irgendwann mal die Komponenten auch gleich direkt mitdrucken. Ich komme auf ganz, ganz andere Formen. Das kann sich jeder vorstellen. Die eckige Platine ist nachher nicht so leicht zu verbauen, wie eine, die dem Bauraum angepasst ist. Das kennen Sie auch alle, wenn Sie heute noch ein Licht auswechseln wollen von Ihrem Auto, müssen Sie schon zur Fachwerkstatt fahren. Vor ein paar Jahren war das noch nicht der Fall. Da kommt man noch, ich fahre noch so einen schönen alten VW T1er Bus, da kann man noch schön schrauben und die Lampe austauschen. Mit meinem Skoda jetzt ist es schon schwierig. Okay, das heißt, das wäre so ein Ansatz, wie sieht die Platine der Zukunft einfach aus und an diesen Themen arbeiten wir momentan. Wie bauen wir eine gefaltete Platine? Weitergedacht, wie baue ich denn dann wirklich? Ist es ein 3D-Drucker? Ist es ein Desktop, Fab, Smart Future Factory, was es auch immer da so für Namen gibt? Unser Ziel ist es gerade eben, dass wir Roboterarme in Handgröße uns einfach auf den Tisch setzen können, mit einem Tablet, wo nachher die Komponenten entlangfahren, je nachdem, wo sie wissen, bei dem Drucker kriege ich das Material, bei dem Drucker kriege ich das Material, hier kriege ich mein Component und alles Mögliche. Und so kann ich eigentlich nachher zuschauen, wie meine Customized-Lösung produziert wird. Das ist noch so ein bisschen Zukunftsmusik, aber ich kann Ihnen versprechen, in einem der nächsten Vorträge zeige ich Ihnen schon die ersten Entwicklungsschritte da drin. Stay tuned, sagt man so schön oder so ist dabei und schauen Sie immer wieder mal vorbei, was wird Electronics da so alles macht. Das ist meine letzte Abschlussseite, ich glaube, dann sind wir von der Zeit auch durch. Wie machen wir das? Momentan, gehen wir nochmal ganz kurz zurück, wir suchen, wer sind die Player alles da drin. Wir haben die Hände offen, wir bauen unser Team momentan immer weiter aus. Haben Sie Ideen, sprechen Sie uns an. Wir gehen auf Hardware Manufacturer zu, Universitäten machen da sehr, sehr viel. Aber wir suchen auch die Entwickler, die eben nicht die große Plattform haben, um sich zu präsentieren. Weil wir wissen alle, in den Garagen sind eigentlich normalerweise die Sachen, die wirkliches Gutes tun. Und da haben wir ein offenes Herz, offene Arme. Kommen Sie zu uns
Und mit den Worten lade ich Sie noch einmal am Schluss ein. Kommen Sie gerne heute und morgen noch bei uns am Stand vorbei, wenn Sie Fragen haben. Sehr gerne.